Ungefähr 10 Kilometer westlich von Graz den Berg hoch liegt die Gemeinde Thal, wo Arnold Schwarzenegger in den 50ern und 60ern groß und stark wurde. Und da ich erst am Abend auftrete, dachte ich, ich mache einen schönen 4-Punkte-Plan für mich und letztlich auch für euch. Erstens, durch pure Muskelkraft nach Thal kommen. Zweitens, vor Ort trainieren wie Arnold Schwarzenegger. Drittens, ortsansässige, typische steirische Proteine zu mir nehmen. Viertens, ein Mitbringsel für Thomas und unsere Tochter organisieren. Let's go! Wenn jemand in Berlin so ein Ding sehen würde, würde es die Polizei jetzt mehrere hunderttausend Euro kosten. See no difference. Das ist das Schöne am Laufen. Gerade wenn man denkt, jetzt wird es immer beschissener und man hat gar keinen Bock mehr, wird es entweder immer beschissener oder es wird dann wieder geil. Das ist wie so eine Beziehung. Wenn du nach 3 Jahren denkst, die Luft ist raus, dann entscheidest du dich einfach, der Sturere zu sein und dich nicht zu trennen. Und irgendwann merkst du dann, dass gar nicht die Beziehung scheiße ist, sondern die Welt, in der die Beziehung stattfindet. Ja, das sind so meine Gedanken beim Joggen. Woran denkt ihr, wenn ihr Sport betreibt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich glaube, wir kommen dem Herkunftsort von Arnold Schwarzenegger langsam näher. Die Autos hier sehen schon aus wie Kettlebells. Ich finde, eigentlich sieht der aus wie Thomas. Noch so ein Quadratschädel. So, ein bisschen mehr als eine Stunde hat es gedauert. Aber ich habe es geschafft. Und der erste Punkt auf der Liste ist erledigt. Hinter mir ist die Klimmzugstange, mit der Arnold Schwarzenegger seine Trainingsanfänge getätigt hat in den 60ern. Die Stange ist schon mit dem Baum verwachsen. Und um meine Checkliste so schnell wie möglich abzuarbeiten, widme ich mich jetzt Punkt 2. Trainieren wie Arnold Schwarzenegger. Nach meinen eigenen Möglichkeiten. Okay, 1,6 Klimmzüge, mehr liegt nicht drin. Sorry, Leute. Aber trainieren wie Arnold Schwarzenegger, check. Ich bin jetzt hier am schönen Thaler See. Angeblich hat Arnold Schwarzenegger hier seiner Ex-Frau, damaligen Freundin Maria Shriver, der Nichte von John F. Kennedy, einen Heiratsantrag gemacht. Ungefähr da hinten muss man sich dann vorstellen, dass ich gesagt habe, Maria, will you marry me? Ach krass, hier hängt einfach ein Sack voller Scheiße. So habe ich mich gefühlt, bevor mein Psychiater mir das Laufen verschrieben hat. I'll be back. Oder auf Deutsch, ich werde ein Rücken sein. In dem Haus oben ist Arnold Schwarzenegger aufgewachsen. Hier hängt eine Originalversion von dem Serienplakat vom Vorgänger von Hey Arnold. Wie geht's, Arnold? Haben Sie noch die Stay Hungry Schokomünzen? Ja. Echt, sind die dort? Ich glaube, das sind die nicht vor Schule jetzt. Ich will nämlich meiner. Ja, es sind echt viele weg. Ich würde meiner Tochter gerne einen mit einem halbnackten Mann draufbringen. Wenn schon Schokolade, dann richtig gestört.
Ja, ich habe hier verarscht. Ja, genau. Ich habe hier ein paar Fans getroffen. Genau. Sie sind zum Arnold Schwarzenegger Museum gekommen und haben ja die eigentlich geilere Person getroffen. Wie ist es, wenn man Hesse Brugger trifft im Fantastisch. Wir haben sofort erkannt und wir freuen uns. Ja. Genauso viel Bauer wie der Arnold Schwarzenegger. Wissen Sie, dass ich privat natürlich riesen Bodybuilding-Fan bin? Ich kann es zwar nicht sagen, aber... Es kaschiert ein bisschen den Pullover, aber man erkennt noch die Muskelgruppen. Schwarz macht schlank, das ist mein Ziel. Ja! Kommen Sie wieder? Wir kommen wieder mal wieder. Oder wie sagt man auf Englisch? I'll be back. Ja, sehr gut. Mitbringsel, check. Ich finde vor allem das hier geil für eine Zweijährige. So ein Stück Schokolade mit einem halbnackten Mann drauf. Das sendet doch genügend gemischte Signale. Gell? Proteine. Check. Danke fürs Schauen und für alle, die aus Graz kommen oder noch weiter südlich, 29 Kilometer von hier entfernt ist Slowenien und dort spielt das Video, das am Sonntag auf diesem Kanal erscheint. Thomas hat seinen besten Freund aus der Kindheit in Slowenien besucht. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr trainiert, was ihr am Sportmachen gut findet und was euer Lieblings-Arnold Schwarzenegger-Film ist. In diesem Sinne, I will eat my soup. Good appetite. Thanks for subscribing and clicking the bell.